Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen heute zum Start in den Tag aus 1. Philipper die Verse 15 bis 18 zusammen betrachten. Ich lese diese Verse ab Vers 15. Hier schreibt Paulus aus dem Gefängnis an die Philipper: Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Nicht laute, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich persönlich bin ja, was das Evangelium angeht, was die Verkündigung des Evangeliums angeht, häufig so ein Kopfmensch. Ich durchdenke es, ich lege es mir zurecht, was muss ich sagen, was darf auf alle Fälle nicht vergessen werden, was muss ich deutlich betonen, was muss ich vielleicht hören, damit ich weiß, ob es verstanden wurde. Und bis zu einem gewissen Grad ist das sicherlich alles ganz gut, aber zu häufig komme ich doch dann an den Punkt, wo ich irgendwie anfange, auf andere Prediger, andere Gemeinden oder andere Vereinigungen zu schauen und mir darüber Gedanken mache, wie bei ihnen das Evangelium präsentiert wird, was da vielleicht gut, was vielleicht schlecht läuft, und mich dann darüber, ja, frage, wundere oder am liebsten distanzieren will, weil mir manche Dinge so nicht passen, wie ich es verstanden habe. Und dann lese ich hier von diesem Paulus, der über einige schreibt, die er so beschreibt, dass einige zwar Christus verkündigen, aber aus Neid und Streitsucht. Und diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Und den Menschen, die mit diesen Motiven Christus und das Evangelium predigen, darüber, dass sie es tun, schreibt er: Aber was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also, wie kann ich dahin kommen, dass ich, wie dieser Paulus, hier vielleicht Dinge sehe, die mir nicht so passen oder die mir aufstoßen, wo es vielleicht auch mangelt, aber sagen kann, da wird Christus verkündigt und darüber freue ich mich, auch wenn mir das so vielleicht nicht passt oder aufstößt. Ich denke, was es mir leichter machen kann, ist eine wirkliche Bereitschaft zu entwickeln, mit Menschen über das Evangelium zu reden. Menschen von Christus zu erzählen und Menschen diesen Weg zu Christus zeigen zu dürfen. Denn solange ich nur eine, ja, verkümmert entwickelte Bereitschaft dazu habe, werde ich mich doch viel mehr an den Dingen aufhängen, die mich bei anderen stören, als darüber freuen, was Christus möglich macht und was Christus im Leben der Menschen verändern will.